Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im New Game Plus von Lies of P. Wir stehen an der Schwarzmeerküste im 11. Akt, im letzten Akt und begeben uns jetzt auf schnellstem Wege in die Abtei. Bis ganz nach da oben, wo der finale Endboss wartet. Aber wir haben noch zwei Bosse davor, der Torwächter und Holy Laxasia, berühmt-berüchtigter Boss. Ich liebe ihn, ich freue mich jetzt schon auf diesen Kampf. Aber das ist noch ein weiter Weg. Wir müssen uns jetzt erstmal hier weiter durchschlagen. Mit meiner Wulong Fallen Dynasty Kleve, die ich einfach total lieb gewonnen habe. Ich habe in letzter Zeit sehr viel und sehr intensiv nicht Wulong, sondern das andere neue Spiel von Team Ninja gespielt, nämlich Rise of the Ronin. Und ich hoffe sehr, dass mir die doch extrem sehr viel andere Steuerung und das Layout des Gamepads mir jetzt nicht querschießt. Dass ich hoffentlich schnell wieder hier in dieses Layout Muscle Memory reinkomme. Aber jetzt muss ich erstmal kurz hier diese Ballisten platt machen, bevor ich mich um den Rest kümmere. Im Grunde muss man ja nur wissen, wo man zuschlägt und wo man heilt. Ich musste kurz mal den Sound ein bisschen leiser machen. Hier ist Blocken, hier ist Schlagen. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder aus Versehen eine Heilflasche nehmen, weil der Angriff bei Ronin ist... Wow! Das sage ich ja. Der Angriff bei Ronin ist nämlich auf X, auf Quadrat. Jungs, ihr seid beide hier draußen. Ich weiß noch, dass ich mich das letzte Mal richtig schön durchschleichen konnte. Oder habe ich die unten bezwungen, während ich beschossen worden bin? Ja gut, dann mal sehen. Dann halt direkt an der Mauer, ne? Da können mich die Ballisten nicht erwischen. Sind die mir einfach beide hinterhergelatscht, die Deppen, ey. Meine Güte, jetzt geht ja gut los. No. Aber gut, man... Au. Ja, das mit dem Heilen und dem X und dem Angriff. Ich werde jetzt echt einige Male... Halt, das da. Einige Male wohl die ein oder andere... Heilflasche verballern. Im Kampf. So, jetzt komm mal her. Oder komme ich doch an dir vorbei? Oh, ja, okay. Der hat mich jetzt auf jeden Fall gesehen. Ich muss mich nicht mehr nur an die Steuerung gewöhnen, zurückgewöhnen, sondern auch an die brachialen Schadens-Output-Zahlen eines New Game Plus von Lies of P. Mal her. Put, put, put. Who's a good boy? Ja, ja. Wow. Ist der von der Balliste getroffen worden gerade oder was ist da passiert? Trefft die mich wirklich von da unten? Von da oben? Weil das war jetzt nicht der Skorpion. Alles klar. Neue Taktik. Durchrennen und ganz schnell diese Typen erledigen. Weil das ist das Gute. Wenn die Ballisten kaputt sind, dann bleiben die kaputt bei einem Reset. Das hoffentlich der letzte war. Schon ein bisschen gemein, also in so einem spitzen Winkel, dass sie da treffen. Au. Ei. Ist jetzt egal, ob mich dieser Skorpion verfolgt. Ich werde jetzt einfach mal hochrennen und so schnell wie möglich hier für Ordnung sorgen. Und vielleicht verliert er ja das Interesse, wenn ich jetzt hier zweimal um die Ecke gehe.
Numero uno. So. Jetzt können wir reden. Es ist Wahnsinn, was die an Schaden verursachen. Nee, ein Treffer und die Hälfte meiner Leben sind weg. Habe ich gesagt, ich freue mich auf die Bosse? Heil revidiere diese Aussage, wenn ich mir diese Skorpionia anschaue. Ah, ich verschiebe mal ganz kurz noch ein kleines bisschen meine Kamera, damit ihr seht, wie viel ich dir zurzeit schon die ganze Zeit an Ergo verliere. So, jetzt dasselbe Spiel mit der anderen Seite. Oder ich bekämpfe jetzt mal den Skorpion. Wobei, nee. Oh, da ist aber noch ein Item. Alles Ergo-Container. Nein, nicht darüber zu den Geschützen. Schön hier bleiben. Also. Schön in Ruhe. Gut getimed. Richtigen Abstände einkalkulieren. Das ist auch ein Doggo, ne? Ja, da oben. Ah, die kommt nicht runter. Hoffentlich. Ah, da ist auch nochmal so ein Kugelfaust-Typ. So sagte Pistris der Zweite. Hört her, meine Brüder und Schwestern, ich, Pistris, werde euch von uralten Geheimnissen was? So viele schöne Gegenstände. Der hat aber auch eine Agro-Range. Oh, der Typ kommt auch. Okay, warte mal sehen. Warte mal, ich versuche mal, die ein bisschen auseinanderzuziehen. Vor allen Dingen liegt da unten in der Mitte noch ein Gegenstand. Diese ganzen potenziellen Ergo-Container. Oder? War da noch einer? Es glitzert alles so blau, deswegen... Ah, du bist andersrum gelaufen. Sehr gut. Oh. Das war risky AF, aber hat gereicht. Ich muss die jetzt eigentlich gar nicht mehr bezwingen. Jetzt, ich bezwinge jetzt den, der mir hinterherläuft. Oder? Okay. Zur Sicherheit nochmal einfach um zu wissen, ja eben. Diese unvermittelten Schläge, die halt einfach mal instant die Hälfte der Leben klauen. Gut.
Ich weiß es nicht, ob das reicht für den Boss. Ich meine, der Boss, der hatte halt einfach diesen Feuerriesen-Gag. Das gehörte nicht zu den schwereren Bossen in diesem Spiel insgesamt. Wunderbar. Allerdings renne ich jetzt halt auch schon wieder mit anderthalb Ergo rum. Level-Ups. wenn ich jetzt gerade dran denke. Die Laterne. Säureschleifmittel ist vielleicht eine gute Idee bei dem. Diese Verzögerung immer, ey. Aber ich bin noch so ein bisschen im Ronin-Ausweichen-Gefühl drin. Statt mal jetzt ein bisschen wieder auf Blocken und Parieren zu setzen. Das ist, ja, ich merke gerade, dass ich bin voll noch im Ronin Stil drin. Aber jetzt kommt... Oh. Doch noch was. Ich dachte doch, dass ich in der Mitte noch was gesehen hätte. Ach, die Skorpione, die bleiben auch weg. Weiß ich, wusste ich gar nicht mehr. Das ist natürlich hilfreich. Kann es sein, dass es hier im New Game Plus länger dauert, bis ich dem sein Bein zertrümmert habe? Ich habe jetzt da echt ein paar Mal gut getroffen. Aber... geblockt. Dieser Blockschaden, der macht so viel Schaden, dass man muss, also mit Blocken kommst du da nicht raus. Der prügelt dich trotzdem windelweich. Das müsste eigentlich alles schön perfekt pariert werden, damit... Ja, aber das war schon im ersten Durchgang. Wenn der Typ getroffen hat, da wächst kein Gras mehr. Und die Frage, ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ich kann das dünne Bein kann ich markieren, aber ist es wirklich das, was ich verletzen muss? Wenn nicht, müsste ich ja unmarkiert kämpfen gegen das andere Bein. Weil das sieht eher geschient aus. Ne? Versuchen wir mal. Ach, falsch. Ach man, das wären super Treffer gewesen.
schon das. Aber unmarkiert geht es viel besser. Oh! Wahnsinn. Ich war noch in der Animation drin, in der vierten. War gerade schlecht gewählter Punkt für die blaue Attacke. Yes! Da arbeiten wir nochmal mit. Ah! Du Lump. Das war eine andere Wutattacke. War schon wieder aus. Ah, okay. Verdammt. Smarter Einsatz von Consumables an der richtigen Stelle. Okay, ich würde jetzt mal sagen, leveln. Das sind 3 Level-Ups. Ja, knapp 3 Level-Ups. Aber ich habe ja Container eingesammelt. Also Stufenaufstieg. Moment, warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Schon viel zu lange wieder nicht gespielt. Entschlossenheit B. Muss Entschlossenheit, Entschlossenheit, Entschlossenheit. Ich habe Fortschritt nachgezogen, wegen was nochmal? Komisch. Ich gehe mal kurz ins Hotel und guck mal, ob ich mit den Griffen noch irgendwie vielleicht noch ein bisschen von B auf A hochziehen kann. Ich habe ja bestimmt genug Kurbeln, wo ich das variieren kann. Also jetzt noch mal kurz Entschlossenheit B. Okay, Entschlossenheit B. Dann gucken wir mal. You are here. Nee, hatte ich schon drin, oder? Keine weiteren Änderungen möglich. Ich habe die schon verbessert. Alles klar. Gut. Ich hatte immer eine Midroll.
Und den vierten, den holen wir uns auch. Den dritten Level Up holen wir uns auch noch. So. Ach, diese kleinen Dinger da. Alles klar. Dann kommt jetzt der Vorbereich der Abtei. Wieder mit Ballisten, aber wobei die gibt es jetzt die ganze Zeit noch bis kurz vors Ende, ne? Und ein paar dicke Burschen, die quasi immer genau schön dastehen, dass man erst Richtung Balliste rennen sollte. Okay, gut. Boss Nummer 1 in... Okay. Boss Nummer 1 in im 11. Akt ist erledigt. Folgen noch 3. Hey! Oder wir kämpfen hier, das ist auch eine Möglichkeit. Oh. Da war er wieder. Der Heilknopf. Spratzblätter. Ich hätte ja eigentlich die Reihenfolge anders wählen. Ich wollte ja eigentlich auf den Schalter drücken und dann erst diesen Typen angreifen, diesen Taurus-Dämon-Verschnitt. Aber jetzt, naja, ging auch so, ne? Wenn wir nur wieder lebend runterkommen. Okay, jetzt sind wir auch erstmal wieder aus der Gefahrenzone, ja. Aber, ja, Hinterhalte. Hä? Hat da nicht gerade jemand durchgelinst? Okay, dann nicht. Das sind ja die madigsten Viecher. Gut, ihr mit euren Kugelhänden müsst wohl doch so bekämpft werden, bevor ich die Balliste erwische. Die schubsen dich ganz gut runter. Wahnsinn. Alsbald kommt doch die tragische Sophia-Stelle, ne? Da wird sich zeigen, ob ich menschlich genug bin oder nicht. So, das ging jetzt schnell und musste schnell gehen. Ich muss mich ein bisschen immer auf diesen zweiten Schlag verlassen, dass der den Gegner wirklich staggert, sonst habe ich ein Problem. Außer ich stehe auf einer Treppenkante und habe eine Fallanimation, aus der ich nicht rauskomme. Oh,
Habt ihr das gesehen? Das war gerade... Ich war gerade unfähig, irgendwas zu tun, weil ich in dieser Treppe festhing. Das holen wir gleich. Ich mache erst kurz... Ich stelle den Beschuss ein. Der haut auf seine Apparatur. Mensch, geh doch, blödes Ding. V-Engineering steht da drauf. Hat das etwa auch Venini erfunden? Ich würde es nicht wundern, aber da müssen wir mal reden. Junger Mann. Kommen die immer her? Man kann sich gut drauf verlassen, dass der zweite Schlag staggert. Egal welcher Schlag meiner Vierer-Animation das ist. Oder meiner Vierer-Kombo. Ah, da oben sind die zwei Skorpioner, ne? Ja. Okay. Einer bitte. Ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich hatte volle Leben. Kann das sein? Und der one-shottet mich einfach mal so gnadenlos weg. Gut, das wird vielleicht in dieser Phase der Puppenschnur wird es vielleicht so ein Countertreffer gewesen sein, der mehr Schaden verursacht. Nichtsdestotrotz, das war... Ja, ist es so schön. That escalated quickly. Oben dann, wenn es Richtung Dach geht, da muss ich auch euch mal aufpassen. Ah, wo kommt der Schütze her? War der vorhin auch da? Oder ach, das ist der, der jetzt keine Balliste mehr hat. Armer Tropf. Oh. Der hat mich gerade irritiert, dass er sich unsichtbar gemacht hat. Es ist echt, ich finde das toll, dass man im New Game Plus 1 trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Erfahrung hier nicht durchläuft wie so ein warmes Messer durch Butter. Nee, es ist nach wie vor extrem knackig. Das ist halt das, was ich im Grunde der Dark Souls Trilogie immer ankreide, dass der New Game Plus einfach, das ist so, das wird zum Boss Rush. Man macht alles mühelos klein. Und hier hast du einen Anspruch, der hoch ist, aber nicht überfordert. Wie jetzt zum Beispiel der New Game Plus von Demon's Souls, der berühmt-berüchtigte. Der ist echt super heftig. Also genau richtig ausbalanciert, meiner Meinung nach. Sammeln wir die Hälfte meiner verlorenen Ergos ein. Naja, gut. Nicht weine, das gehört zum Souls-Leben dazu. Okay, falscher Moment für die Puppenschnur. Ich brauche einen besseren. Hier jetzt zum Beispiel. Oh, super. Wow.
Läuft schon besser. Bleiben die auch weg? Klar. Und nochmal. Ja. Der hat förmlich drauf gewartet. Der hat gesehen, Daniel macht jetzt gleich einen saudummen Fehler. Ich warte bis zum letzten Moment, um diesen Moment maximal auszukosten. Bam. Warum renne ich auch zu dieser Kiste hin? Und warum nehme ich danach nicht etwas mehr Abstand, um kurz mal aufzuheilen? Ich weiß doch, dass die Typen eine Reichweite haben, die nicht mehr feierlich ist. Ah, da war jetzt kein Stagger. Okay. Das habt ihr gut hinbekommen. Vielleicht gibt es auch Momente in ihren Angriffen, wo sie kurzzeitig ein bisschen mehr Poise haben und dadurch dann im Grunde halt das Stagger verhindern. Klingt plausibel. Ah, Gott sei Dank. Und die Truhe ist auch noch offen. Fair Spiel, fair. Magst du überhaupt nicht, ne? Das probieren wir gleich nochmal. Machen wir zwei. Oh, oder ist der. Geht auch. Nee, das magst du nicht. Das finde ich cool. Gut, das ist ja eine der spätesten Abkürzungen überhaupt und die braucht man dann auch gar nicht mehr. Mit dieser diesem Haupttor. Okay, jetzt wird es extrem vertikal. Da gab es ja echt einige Plattformen so unterwegs auf halber Höhe und so weiter, wo man bisweilen richtig coole Seitenbereiche mitsamt Items entdecken konnte. Und jetzt hole ich mir gleich nochmal zwei Level-Ups ab. Die Burschen, also die Skorpione, Gott sei Dank respawnen die nicht, weil die wären sonst richtig cooles Farming-Material, um in schnellster Zeit viele Level-Ups zu sammeln. Jetzt kommt ein Bereich, an dem ich mich nicht mehr so aktiv erinnern kann. Also ich erlebe den gerade ein kleines bisschen neu. Ja. Allseits beliebten Schubser. Wir mögen sie alle. Da ist hier zum Beispiel einer. Weil auf der Seite, das ist doch eine Abkürzungstür von der anderen Seite. Gritzt. Gut, dann let's do a drop attack. Das kann mir ja nichts anhaben durch mein tolles Amulett. Wenn du jetzt mal noch ein bisschen näher kommst wieder. Ja?
Wie springt man in diesem Spiel nochmal? So, okay. Ja, okay. Dann so. Wir haben ja keine Eile. Muss man aufpassen mit meiner vierten Animation. Oh Gott. Ah, die kleinen. Was schlimmer als ihre großen Kollegen, ey. Weil die so flink sind. Aufgeräumt. Sehr gut. Ah, hier ist nichts, ne? Ne. Gut, jetzt haben wir die Abkürzungstür. Dann gleich. Bündel von alten Briefen. Dachte ich zumindest. Oh Gott, wo ging es jetzt da überall lang? Oh, die Pupsis! Ich hasse diese Viecher. Ihren blöden Störungsding, was mein Amulett nicht zu verhindern weiß. Wie lange die Fürze da in der Luft hängen bleiben. Das ist echt irre. Guckt euch das mal an. So, hier geht's dann nachher weiter. Das weiß ich noch. Da ist noch so ein Pupsi. Verfolgt er mich? Nein. Aber ich muss doch hier erstmal die Abkürzung, ne? Oh. Glaube ich. Ah, nee, hier geht's dann. Da doch. Nee, da war doch nachher auch noch so eine Plattform, wo man nach oben schieben konnte. Das ist aber ein Stockwerk höher, glaube ich. Das war jetzt das Wichtige. Plonk. Schön konstruiert, der Level, absolut. Ich bin nach wie vor ein bisschen von der Abwechslungsarmut an nicht so angetan und dass es halt auch so lange dauert, persönlich und rein subjektiver Eindruck, aber ich verstehe vollkommen die Intention der Entwickler, was diesen Akt angeht. Aber ein bisschen mehr Detailreichtum hätte ich mir dann doch gewünscht, wenn man bedenkt, was das Spiel bislang so an geilen Orten. Also die ganze Stadt ist super gewesen. Die ganzen Dörfer drumherum. Das Opernhaus, die Ausstellung, ne? Das. Da gab's was zu gucken. Hier ist alles irgendwie in diesem Graubraun. Und Olivgrün. Wenn sich's mal verzieht. Halb so lange hätte auch gereicht. Weil die furzen quasi immer. Das ist. Die entdecken dich und dann setzt sie sofort einen Panikfurz ab. Und der bleibt dann da eine halbe Stunde hängen. Wenigstens hinterlassen sie keinen, wenn sie sterben. Das wäre es ja auch noch. Dann hast. Ich meine, das sind so die. Das ist die Lies of P-Antwort auf die Basilisken in Dark Souls. Und die sind hier nicht minder nervig. Das ist jetzt doch der Bereich, wo man. Nee, da kommt man von oben runter. Oh. Hm? Da geht's lang. Man muss sie
überhaupt erst nicht zum Pupsen kommen lassen. Dann ist alles gut. Kommt nicht gleich wieder so ein kleiner Skorpion. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich nehme mal ganz kurz. Ich habe so viele von denen. Ja. Immer auf die Bobbes. Das lief ganz gut. Ich habe zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wobei ein Spatz ist es nicht, aber wenn nicht Consumables hier einsetzen, wann dann? Wenn man weiß, was kommt, darf man ruhig auch mal ein bisschen auf dicke Hose machen. Okay, so. Jetzt. Hier kommen die Fechter, Gott sei Dank, noch nicht. Die kommen ein bisschen weiter oben, ne? Werde ich hier schon beschossen? Nein. Gut, Sprung. Und zwar so. Eppala! Spezialwiderstand. Vollmondstein. Nice. Ist auch toll, das habe ich im letzten Durchgang schon erwähnt. Dadurch, dass man in den letzten Akten und insbesondere hier noch mit den ganzen Upgrade-Materialien regelrecht überschüttet wird, ist das ist genau richtig in dem Moment, weil man dann im Grunde nochmal gegen Ende super mit seinen Waffen experimentieren kann. Und die Vielseitigkeit und Flexibilität durch das Umbauen zwischen Klinge und Griff ist ja, das ist eine der tollsten Ideen, die dieses Spiel zu bieten hat tatsächlich. Also Neowitz, Respekt, tolle Idee. Zusammen mit den Kurbeln, ne, wo man dann die Attribute oder die Skalierungen anpassen und optimieren kann, da findest du auf jeden Fall dein Set an Waffen. Man sollte sich ja eh nie auf nur eine Waffe beschränken, sondern sich breit aufstellen, insbesondere wenn es halt um... Ich habe gerade dran gedacht. Elementarschäden angeht und die unterschiedlichen Resistenzen und Schwächen von Bossen auszunutzen. Da ist doch auch was, ne? Ja. Das machen wir auf dem Rückweg. Ich bin gerade. Gott sei Dank keine Falle. Wo war's? Ne, ein Stöckel. Hier war das. Vorsichtig runterfallen. Plumps. Es tut bestimmt weh, wenn man das Ding abkriegt. So, selbiges hier. For reals. Es ist ja nicht nur der Schaden, es ist auch dieser Knockback, der ja echt böse Aua macht, ey. Und das war kurz vor der Leiter. Wo ist sie? Da. Okay. Dann. Bein in die Hand. Durchrennen. Beste hoffen. Ihr seid langsam. Frustrierend, wenn man daneben schießt, ne, die ganze Zeit. Verstehe ich.
Upsis, versperrt mir bitte nicht den Weg. Danke. Zu viel 40 hier. Laufe ich gerade richtig? Bin im Kreis gelaufen. Verzieh dich! Buchstäblich. Confusion. Nee, doch. Alles graubraun, ich sag's doch. Sieht alles gleich aus. Skorpion. Leave me alone. Just leave me alone. Ist hier auch noch irgendwas? Gut, nein. Absolut wichtige A, die Balliste, und B, die Abkürzung, die hier auch irgendwo ist, ne? Doch, da unten, ja. Die hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Guckt den euch an. Kann ich das für mich nutzen? Das ist vielleicht keine gute Idee. Das schaffen wir noch, bevor ich die Abkürzung freischalte. Gut. Huh. Und jetzt die schwierigen... Also man hätte ihn ja auch noch schmaler machen können, den Balken, ne? Nicht mal From Software ist so sadistisch. Da so einen Zahnstocher hinzuklemmen. Eine Möglichkeit, die Rolle zu verhindern, ne? Ich hab nur vergessen, wie es geht. Ist wahrscheinlich dann eh ein Item, das ich nie brauchen werde. Aber es fuchst mich, dass das da... Und dann wird man ungeduldig. Und dann passiert sowas. Oh, was soll denn das hier? Ah! Okay, ja. Ich schüttel ruhig den Kopf über mich. Ich schüttel mit. Feinmotorik ist aufgebraucht für heute. Körperklaus ist am Werk. So, nochmal. Dafür habe ich mein Tonitrous. Aber gut. Ich beklag mich nicht. Stufenaufstieg. Ich werde mal kurz mal meine Kamera drin und mal gucken, wie das mit, ob es Softcaps gibt oder sowas jetzt schon in den Bereichen. Aber ich mache immer noch Schaden.
Technik ziehe ich jetzt auch mal nach. 8000 kriege ich das zusammen. Das kriege ich doch bestimmt zusammen. Mittlerweile. Also die Levelaufstiege werden trotzdem teurer jetzt mittlerweile. Aber es ist alles immer noch im... raus, ey. Wirklich. Damage, Damage, Damage. So. Ich glaube, mit der Vitalität komme ich ganz gut hin. Also, bis auf den einen Countertreffer, vor allem bei dem großen Skorpion, der mich geone-shottet hat. Aber das wird sich dann zeigen bei den nächsten Bossen, ob das ausreicht. Oh, jetzt kommt der Innenbereich mit diesen vier Stockwerken und unten dem kleinen... Ja, ja, ja. Oh, der war knifflig. Da muss ich jetzt aber auch echt nicht alles einsammeln. Oh, das bricht doch ein, oder? Nee. Da muss man sich da runterfallen lassen. Ei! Ich hab's an meiner Nasenspitze gespürt. Flammenwerfer. Da geht es zu tief runter. Und jetzt müssen wir hier Vollgas geben. Lustig ist, dass Mini-Victor da unten, der respawnt. Das finde ich total komisch. Irgendwelche merkwürdigen Dinge an der Wand. Druckschalter am Boden. It's a trap. So, jetzt müssen wir doch auch wieder auf diesen Balken. Ne? Und dann kommen wir zu... Oder halt, hier geht es noch ein Stockwerk tiefer. Schön alles der Reihenfolge nach. Und dann kann man da während des Aufzugs ein- oder zweimal sogar aussteigen. So, Victor. Oh. Das ist natürlich geschickt, wenn ich das jetzt hier alles noch einsammeln kann unterwegs. Bevor ich den Schurken aktiviere. Oder vielleicht kann ich ihm hier sogar einen Rücken fallen. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. So, wie war das jetzt mit der Truhe? Ah, hier. Jetzt haben wir doch alles abgeräumt hier. Und ich bin intuitiv richtig gelaufen, was die ganzen Balken und dergleichen angeht. Wo bist du?
Ah, hier ist die letzte. Den Schlüssel, habe ich den schon? Nein. Okay, merken wir uns bei Victors Tür. Ah, hier ist die große, das große Haupttor, ne? Oder geht's hier weiter? Ah, es geht runter. Okay. Großes Haupttor, glaube ich. Ja. Und der eine NPC, den man befreien muss. Da ist er. I'm not going back. It's cruel. What? Thanks. I can read now. Ergo is it's the word. I can't. Das ist doch jetzt auch wieder eine Geste, die ich, glaube ich, diesem kaputten Roboter in den in den Sumpf bringen kann, oder? Um das, glaube ich, auch abzuschließen. Das werden wir dann an dem Porträt-Icon in der Kapitelauswahl sehen. Gut. Das ist erledigt. Muss man nochmal mit dir sprechen. I can read memories of Ergo is it's the word. I can't I can read Ergo is it's the word. I can't stand it anymore. So I'm escaped. Jo, der war auch merkwürdig versteckt. Der steht an einer Stelle, die total komisch ist. Auf dieser Brücke. Ich glaube, über dem Clown, dickbauchigen Clown Roboter mit den beiden Kanonenkugeln als Hände. Und da drüber auf der Brücke, glaube ich. Und das Icon von seinem Porträt steht an der falschen Stelle. Der Stargazer dahinter ist leichter. Oder der Weg ist kürzer. Okay, dann ist das jetzt der Aufzug Richtung Laxasia. Ich glaube schon. Fechter, ne? Kommen die jetzt? Oh, Schmetterling. Ja. Boah, die tun so weh. Aber die mögen keine aufgeladenen Angriffe. Ah! Und Backsteps mögen sie auch nicht. Das finden die überhaupt nicht lustig. Wir lieben Abkürzungen. Ah, na, jetzt kommt erst noch der eine von den beiden, ja. Ich glaube, diesmal bekämpfe ich ihn. Das erste Mal habe ich ihm ja quasi eine Goldfrucht gegeben. Wow. Fighting is actually in the end. Sometimes. Ah, so let's chat. You don't get near my sister, got it? Oh. Let's just get this over with.
Ey. Stay alive, even if it means fighting dirty. That's the sweetest way. Dem letzten schweren Schlag. Yeah. Ja, dass es da eine Maske nur gibt, das war mir klar. Zu der komme ich auch noch. Glaube ich. Glaub ja. Just a second. Ja. Mir gefällt es auch, wie man im New Game Plus so unglaublich schnell levelt. Also, weil das dann im Grunde, dadurch, dass der Anspruch so hoch ist in diesem Modus, ist es sehr motivierend, dass man auch sehr schnell gefühlt nachziehen kann durch Level-Ups. Es fühlt sich gut an. So. Hier ist, glaube ich, ich dachte schon, dass jetzt hier Laxcasia kommt, tut sie nicht, aber da kommt jetzt noch ein weiterer großer Bereich, bis es zu ihr kommt. Aber jetzt sind wir schon eine Stunde unterwegs, das ist ein guter Moment, hier einen Break zu setzen für die nächste Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video, ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Weg Richtung Laxcasia. Bye bye und macht's gut.